Für mich beginnt das Wochenende heute schon am Donnerstag. Oh, jetzt habe ich eine Frisur. Ja, und für mich den ja, 4 Tage Walden an. Heute eine Nacht Carcamping mit dem Atze. Und morgen kommt dann der Rest der Truppe dazu. Sigi, Howie, Felix und der Goose. Sigi, Howie, Felix und der Goose. Habe ich jemanden vergessen? Sigi, Howie, Felix und der Goose. Ne, alle da. 6 Mal, genau. Ja, wir haben ein schönes Wochenende geplant. Wird wahrscheinlich 2 Videos geben. Das hier ist das erste. Quasi so ein bisschen, ja, vlogmäßig, was heute so ansteht, und dann ein großes Video wie immer vom Wochenende. Also auf jeden Fall auch nächste Woche wieder reinschalten. Ja, ich bin jetzt schon mitten in der Pfalz, fahre gerade durch Frankenstein durch. Auch nicht begegnet mir nicht der Doktor. Flach mit Züso. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder an einem schönen Parkplatz hoffentlich, wo ich dann ja, einen schönen Abend mit dem Atze habe, ein bisschen was köcheln, ein bisschen was mir von ihm, von seinem Schweden-Norwegen-Urlaub erzählen lassen, ja, und die Zeit genießen. Also, bis gleich. Freunde der Nacht, es ist schon schummriges Licht, die Nacht bricht herein. Okay, ein bisschen heller ist es tatsächlich noch, denn wir haben schon eine, ja, einen Tarp aufgebaut. Wir, das ist natürlich der Atze und ich. Hey Leute, grüßt euch. Ja, angekommen hier oben. Wir sind tatsächlich in der Nähe der Kalme, das kann ich sagen. Okay. Ein wunderschöner Parkplatz hier. Jetzt ist das sogar auch sauber. Ja, Atze reinigt hier alles und ja, bauen uns jetzt mal schön unser hier Abendlager auf. Ja, so kann man es nennen, würde ich sagen. Ja. Und dann wird gekocht. Dann wird gekocht. Und Geschichten erzählt. Genau. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Seit der Whisky-Wald-Übernachtung. Ja, stimmt. Dem Whisky-Tasting. Heieiei. Viel zu lange her. Ja. Gut. Ja. So sieht's aus. Scotty ist genial, ey. Das ist echt eine geniale. Also wirklich genial, auch wie man den echt gut auch temperieren kann. Also temperieren oder halt von der Leistung her einstellen kann. Ja. Ein Wetter, hier macht es gerade runter, es schüttet wie aus Eimern, wie man so schön sagt. Ah, ja, wir ja schön. Leben, man spürt seinen Körper, man spürt die Elemente, perfekt. Leute, geil. Ich kann euch sagen, ich habe einen Stress die letzten Wochen hinter mir. Ich bin so froh, jetzt hier draußen zu sein mit dem Atze. Und jetzt, ja, da zögert nicht lang und Atze wirft den Scotty an. Ja, Scotty Maas. Boah, geil. Vielleicht hier nochmal zu erwähnen, die Leute, die den Scotty-Grill vielleicht sich besorgen wollen und so eine Jägerpfanne haben, die passt wirklich perfekt, perfekt hier drauf. Ich hab noch eine andere Eisenpfanne, die ist ein bisschen breiter, die steht dann immer so. Das kannst du vergessen, die wird nicht heiß genug. Aber hier auf dem Ross, perfekt, geil. Dafür ist der Scotty da. Ein schönes Flanksteak hier mitten in der Natur gegrillt. Okay, auf dem Parkplatz, aber mitten im Wald, im tiefsten Pfälzer Wald. Ein schönes Flanksteak, 450 Gramm.
Hier sind schon die Kartoffeln. Die brauchen noch ein bisschen, aber dann werden die auch richtig gut. Atzes Piratenpfanne. Ja, Räuberpfanne, Piratenpfanne. Kräuterbutter ist auch am Start. Also hier liegt ein Duft in der Luft. Ja, stimmt. Oh, ja. Der Rindfleischduft ist phänomenal. Oh, kannst kaum erwarten. Ich habe Hunger. Ich auch. Ich habe auch noch was richtig Leckeres dabei. Ja, okay. Ja. Erstmal ein gutes Salz und aber fermentierten Pfeffer. Okay. Richtig genial. Was heißt fermentierter Pfeffer? Der ist irgendwie in Salz, wird der eingelegt und dann wird der so mild, aber hat so ein fermentiertes Aroma. Ich gebe dir gleich mal ein Stück zu probieren. Gerne, die kannst du im Pfefferkorn so essen, was man mit normalen Pfeffer nicht kriegt. Also sind die weicher dann? Ja. Oder? Ja. Okay. Also richtig genial. Da bin ich wieder scharf. Ne? So, dann werden wir hier mal ein bisschen mal Fieber messen. Matze! Au! Ah. Da fehlen noch etwa 20 Grad. Ah ne, 37 Grad, kein Fieber, Corona-frei. Kein Fieber, ja. Warte. Oh, oh Mist, infiziert! Ich nehme halt das Öl. Also, herrlich saftig noch. Das Steak und die Kartoffeln sind verputzt. Wahnsinnig lecker. Wahnsinnig lecker war das. Leute, richtig gut. Kann ich euch nur empfehlen. Flanksteak. Das kriegt ihr nicht beim normalen Metzger. Da müsst ihr mal in Fleischgroßhandel gehen. Oder halt euch das mal im Internet bestellen, aber Flanksteak ist ein echt genialer Cut. Eins meiner Lieblings, ja. Fleischstücke vom Rind. Ja, der Scotty hat da schöne Arbeit geleistet, das Steak zu grillen. Und jetzt leistet er schöne Arbeit, uns hier so ein bisschen zu erwärmen. Sowohl von vorne als auch die Herzen. Endlich mal wieder ein schönes kleines Lagerfeuer. Dazu kann man den Scotty auch verwenden. Ja, funktioniert bis jetzt damit gut, gell? Ja. So von der Größe her genau richtig. Kleines, schönes, kleines Lagerfeuer, genau. Ja. Und gleich gibt es noch einen Glühwein. Toll. Wunderbar. Aber ich melde mich jetzt tatsächlich für heute Abend ab. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ja, beim Sonnenaufgang oder nach dem Sonnenaufgang zum Frühstück. Würde ich auch genau sagen. Bis dann. Ciao. Moin Jungs. Na, wie hast du gepennt? Kapitän auf dem Ausguck. Ja, Kapitän auf dem Ausguck. Keine feindlichen Schiffe in Sicht. Super, super gut geschlafen. War super. Echt bequem, warm, schön einfach. Ja, dann auch von mir mal ein schönes guten Morgen in die Runde. Ja, wir haben jetzt irgendwie so kurz nach 8. Ich liege ungefähr schon seit einer halben Stunde wach. Die erste Hälfte der Nacht habe ich warm geschlafen. Also die erste Hälfte, die ersten drei Viertel, vier Fünftel etwa, hatte die Thermarest Neo Air unten drunter. Noch die so eine Z-Leitverschnitt aus dem Decathlon. War eigentlich so ganz bequem. Als Schlafsack den Amazonas Topfeld genutzt. Der hat auch so gereicht. Ich habe mich auch öfter gedreht und dadurch ist an der Seite so ein bisschen kalte Luft reingekommen. Das ist natürlich auch so ein kleiner Nachteil von Topquills. Dazu kommt aber demnächst noch ein komplettes Video von mir, wo ich den im Speziellen vorstelle, aber ihn auch mal mit anderen vergleiche, die ich habe. Jetzt machen wir gleich mal ein schönes Frühstück. Wollte eigentlich die Drohne steigen lassen, aber es ist verdammt windig, ey. Richtig, richtig ungemütlich und man kann nicht leugnen, dass der Herbst da ist, Leute. Der Herbst ist da und hier gerade mit voller Pulle. Also richtiges Herbstwetter. Schön. Raus, Wetter, da sind die Männer unterwegs. Leben. Ja, da spürt man wieder seinen Körper.
Also im Sommer habe ich ihn auch gespürt, der hat halt einfach nur geschwitzt. Ja, gut, also machen wir gleich mal Frühstück. So Leute, jetzt gibt's Frühstück. Ich habe mir von daheim so ein Müsli schon gemischt. Ah, geil, mit Mangostücken. Heute Morgen gibt es hier Müsli. Und Carcamping, da kann man auch mal eine Milch mitnehmen. Mit wem redest du denn da? Mit der Kamera rede ich da. Ich zeig der Kamera, wie ich mein Frühstück zubereite. Und jetzt gibt es einen schönen Kaffee. Das ist den Brewbex, den habe ich jetzt mal wieder befüllt. Muss man nämlich nach Gebrauch nicht wegschmeißen, sondern kann sie einfach ausspülen, trocknen lassen und dann sein eigenes Kaffeepulver reintun. In dem Sinne, Mahlzeit. Ach Leute, das ist einfach herrlich. Ja. Und da hinten kommt so ganz leicht die Sonne raus. Ja. Also sie versucht sich durchzukämpfen. Haben wir gerade einen Regentropfen runter? Ich habe nichts erbekommen. Frühstücken wir jetzt hier mal in Ruhe fertig. Dann ziehe ich mir mal eine richtige Hose an mit der Jogginghose. Wobei wäre auch lustig, wenn ich jetzt 3 Tage im Wald so in der Jogginghose. In der Jogginghose im Wald rumlaufen würde. Und dann treffen wir uns nachher mit den anderen Chaoten. Das war's mit dem kleinen Vlogbeitrag. Alles verpackt. Jetzt geht's auf zum Treffpunkt mit Siggi, Howie, Felix und dem Gus. Atze im Gepäck hinter mir. Und ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Danke fürs Reinschauen. Ciao, ciao.